Mancher meint, das sei die größte Coup des 20. Jahrhunderts. Eine Coup, die das Schicksal von Abermillionen Deutschen erschüttern sollte. Am 6. Mai 2014 schließen das Sowjetreich und die Deutsche Union einen Anwaltpakt, den sogenannten Sosenwinder-Pakt oder, benannt nach seinen beiden Unterzeichnern, den Kackspast-Mutterficker-Pakt, XD. Er besiegelt die Annäherung zweier Freunde, die bisher nur die Vernichtung Reinhard Winklers im Sinn hatten. Fest entschlossen, die YouTube-Untermenschen zu versklaven und den Karneval vom Angesicht der Erde zu tilgen, brennt der geschnittene Scheidenfister Marcel Davies nur darauf, einen Haufen zu legen. Einen Kackhaufen des Todes. Der Karnevalsprinz rutscht aus und fällt fett auf die Fresse. Was für ein Opfer. Der Wichser verblutet. Und sein Sarg wird nach Paris überführt. Marcel Davies notiert in sein Tagebuch: Nun ist es soweit. Dieser verfickte Jeck ist endlich tot. Sein Weltbild demonstriert er früh. In seinem Buch Mein Rosettenkrampf, das später zum Bestseller wurde. Bei seiner Forderung nach Lel, Lol und Titen für das deutsche Volk richtet er den Blick gen Osten und spritzt genüsslich ab. Er verbündet sich mit Tanzverbot. Er repräsentiert die Spitze der deutschen Unterschicht. Er spricht keine Sprachen und vor allem ist er geistig zurückgeblieben. Sollte jemals nachgewiesen werden, dass die beiden Großen sich heimlich gewiekst haben, so wäre dies ein herber Schlag für sein Prestige. Und das von 1&1. Zum Glück stellt Bill Gates ihm eine Falle und der Gamelin krepiert direkt an Corona. Lol. Eingestuft als Staatsgeheimnis Nummer 1.